Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2016 bei der Profikarriere. Und zwar, wir sind in Singapur. Die E3 ist vorbei und Codemasters hat Informationen springen lassen bezüglich F1 2017. Nicht nur die Classic-Wagen kommen zurück, nein, auch dort gibt es ja auch ein paar Neuerungen. Und zwar sogenannte separate Challenges, würde ich das nennen. Für die Classic-Autos. Sessions werden wir ein paar Programme durchgehen. Details findest du auf deinem Monitor. Dadurch erhalten wir nützliche Daten für das Rennen und die Werkteams. Sie sind also viel wert. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Wie zum Beispiel ein Checkpoint-System. Das hat man gesehen bei dem Gameplay von Italien. Und zwar Checkpoint, was ist das? Man hat oben eine runterlaufende Zeit. 30 Sekunden und auf der Strecke gibt es sogenannte Checkpoints und die muss man halt in dieser Zeit reichen. Und man muss eine gewisse Kilometer oder eine gewisse Anzahl an Metern, besser gesagt, zurücklegen, damit man das besteht. Und während dieses Checkpoints bekommt man halt noch zusätzliche neue Zeit dazu. Also in Italien zum Beispiel war das 7 Kilometer, das ist circa 1,5 Runden, hat man quasi dafür Zeit gehabt. Und was mir auch aufgefallen ist, von Checkpoint zu Checkpoint wird die Zeit um eine Sekunde weniger. Fand ich interessant. Das hat man als erstes gesehen. Die zweite Challenge, die man bei der E3 gesehen hat, finde ich auch höchst interessant. Und zwar dieses, ja, man fährt quasi mit dem zum Beispiel dem Kimi Räikkönen Auto aus dem Jahr 2007 und jagt dann quasi die älteren Fahrzeuge, die im Spiel drin sind. Und man muss die quasi einholen, ja. Also quasi so ein, ja, das heißt, ungeschraubig heißt es irgendwas. Ich kenne das jetzt leider nicht. Aber man muss halt jemanden einholen. Quasi, die fahren halt vorher los. Ich geht halt alle am Start und Auto 1 wird 30 Sekunden früher losgeschickt. Auto 2 wird um 20 Sekunden früher losgeschickt und so weiter und so fort. Und man ist halt gezwungen, die in einer gewissen Rundenanzahl einzuholen. Auch interessantes System. Mal schauen, ob es da unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gibt. Das hat man jetzt nicht bekannt gegeben. Vom reinen Gameplay her hat man jetzt auch nicht die Welt gesehen. Also fahrerisch gesehen jetzt. Das wurde nämlich mit Controller gezockt. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass vielleicht das DRS abgeschwächt worden ist. Das würde ich sogar sehr begrüßen, wenn das wirklich der Fall ist, weil hier war das ja wirklich so, dass es relativ einfach war. Es war wirklich relativ einfach, jemanden, ja, auszubeschleunigen. Das wünsche ich mir, dass das schwerer wird. Das heißt, auch Ligarennen werden dann schwerer werden. Und ja, warum nicht? Die größte Herausforderung beim Überholen ist ja auch zum Beispiel etwas, was ich mir halt immer gerne wünsche, aber es seltenst umgesetzt worden ist. Also, dass man sich quasi den Gegner so zurechtlegen muss, sage ich immer wörtlich gerne. Und da kommt wohl Codemasters jetzt ein bisschen einem entgegen. Finde ich gut. Weil das ist ja auch ein Knackpunkt in dem Spiel. Wenn du deinen Luftwiderstand gut verringert hast, quasi schon, dann fällt dir das Überholen immer leichter. Und mit einem guten Motor sowieso. Also ich bin gespannt. Diese Classic-Autos reizen mich halt nur leider gar nicht für das Spiel. Oder ist für mich kein Kaufgrund. Wirkliches Gameplay von einem 2017er Fahrzeug haben wir nicht gesehen. Leider. Das war etwas, was ich mir auch sehr gewünscht habe. Aber sind wir leider davon verschont geblieben. Vielleicht verschont geblieben, vielleicht auch nicht schön. Und Singapur hier in der Orbit zu fahren, ist jetzt auch nicht gerade das Schönste. Aktuell nehme ich viel im Voraus auf. Dirt 4 habt ihr schon gesehen. Geht richtig im Vordergrund momentan, habe ich auch schon Puffer aufgenommen. Von der Profikarriere habe ich jetzt nicht so viel Puffer, deswegen habe ich mich auch wieder hier rangesetzt, jetzt noch zur später Stunde. Mit ein bisschen Restsprecherplatz, der dann drauf geht, eigentlich nachher noch für Dirt 4. Dirt 4 macht nämlich momentan mir richtig viel Spaß, hat das Spiel aber auch so seine Schwachpunkte oder seine Schwächen. So, wir haben schon die Punkte erreicht, deswegen kann ich schon wieder in die Box reinfahren. Die Software werden wir sowieso nicht benutzen hier in dem Rennen. Wir werden hier ultra super fahren, also weg mit den Scheißdingern hier. Die braucht kein Mensch. Mal schauen, wir haben
beim letzten Mal auch nochmal schöne Ressourcenpunkte bekommen, 500 Stück, also quasi die Sponsoren haben aber was investiert quasi in uns. Bin ich gar nicht mal so verkehrt. Finde ich sogar relativ gut. Das wird sich auch zu überspinnen, das ist auch rausgekommen, die Karriere. Und zwar dieses Ressourcenprogramm, was wir jetzt zum Beispiel haben, dass man quasi Ressourcenpunkte sammelt. Ich glaube nicht, dass es diesen noch gibt. Also ich denke mal schon, dass man die Trainingsprogramme so beibehält. Nur man hat zum Beispiel hier gibt es ja für den Motor nur eine Entwicklung. Also sprich, du hast nur einen Punkt, den du entwickeln kannst, und zwar den gesamten Motor. Das wird zum Beispiel in F1 2017 nicht der Fall sein. Das ist dann noch unterteilt. Also du hast quasi mehrere Bereiche, wo du dein Auto quasi entwickeln kannst. Finde ich gut, weil hier war es ja noch sehr einfach gehalten. Einfach gehalten, aber gut einfach gehalten. Also jetzt nicht wirklich problematisch für wirklich Neueinsteiger. Ich bin mal gespannt, wie das dann in 2017 dann sein wird. Also der Motor soll dann zum Beispiel 5 Menüpunkte haben, anstatt nur noch ein. Wie es auch in der echten Formel 1 ist, ist es ja auch ein komplexer Sport. Wahrscheinlich hat man sich da so ein bisschen dran orientiert. Das war schon zu schnell in die Boxengasse. Da kriege ich schon mal wieder 3 Ressourcenpunkte weniger für. Also das mit dem Software ließ sich jetzt einigermaßen in Ordnung fahren, diese 2 Runden. Es ist auch eine Neuerung gewesen. Nur was man nicht gesehen hat, ist wieder das KI-Verhalten. Das ich schon in dem Ableger ja eigentlich relativ gut finde. Klar, das muss man trotzdem noch erweitern. Und da wird Cold Masters auch natürlich dran fallen, immer noch, keine Frage. Oder was man auch nicht gesehen hat, ist wirklich, wie der Karriereaufbau ist. Also man hat ja wirklich nur wirklich was Kleines gesehen bei der E3, fand ich. Also die ganz großen Enthüllungen, die ich auf die ich mich gefreut hätte. Ja, also dass man etwas von der Karriere sieht, nicht viel, dass man dann vielleicht auch mal ein Rennen sieht gegen die KI, unabhängig davon, wie stark die eingestellt ist, einfach dass man was gesehen hätte. Das habe ich so ein bisschen leider vermisst. Bei der E3 da hätte man mehr präsentieren können. Gut, die Frage ist auch, wie weit ist Codemasters damit? Man muss aber auch bedenken, es sind nur noch 10 Wochen bis zum Release. In diesen 10 Wochen können wir natürlich auch noch Gameplay erwarten. Ich rechne auch damit. Man hat es mit F1 2016 auch so gehandhabt. Und wenn ihr gerade noch hört, ich habe noch 10 Wochen Zeit und ich habe noch 7 Rennen vor mir, dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, dass es kein Ersatzprojekt geben wird. Habe ich nicht angepeilt. Ich habe mit Dirt 4 und MotoGP 17 auf jeden Fall 2 weitere Rennsportspiele. Motorsportspiele aktuell laufen und da brauche ich keinen Ersatz. Last to First hatte ich angestrebt, mal schauen, ob wir das noch schaffen, im Livestream unterzubekommen, bevor das kommt dann 2017. Wage ich mittlerweile auch zu bezweifeln, da wir da auch noch nicht am Ende von der Motorsport-Manager-Karriere sind. Und dann ist auch die große Frage, was machen wir danach? Also das ist auch zum Beispiel jetzt eine Frage an euch, die hier zum Beispiel noch die Profikarriere schauen. Ja, weil ich plane ja eigentlich so ein Stream-Projekt. Also in den Stream ein Projekt, was wir zusammen zocken können. Motorsport-Manager war jetzt, hat den Anfang quasi gemacht und hat uns auch schon über mehrere Streams begleitet. Klar, keine Sorge, Dirt 4 hatten wir auch schon mal ganz kurz angeschnitten im Stream. War auch unterhaltsam, während er in Deutschland gespielt hat. Die WM-Quali. Wie habt ihr die E3 aufgefasst? Wie habt ihr diese Informationen verarbeitet? Positiv? Negativ? Wart ihr froh, dass die was gezeigt haben? Habt ihr euch auch mehr gewünscht, dass gezeigt wird? Also, ja, mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gehauen, wie wahrscheinlich ein paar andere von euch. Mir fehlt halt wirklich dieser Einblick und die E3, ja, die war eigentlich dafür in meinen Augen geeignet, wirklich was Gutes zu präsentieren vom Gesamtpaket des Spiels, aber auch nicht so viel, dass man die Hälfte schon spoilern muss. Klar, man legt Wert immer mehr auf diesen Classic-Modus, dass es da auch einen reichen Typen gibt im Spiel, der diese Wagen hat. Da ist mir gleich Benny Ecclestone eingefallen, der könnte quasi die Wagen haben in dem Spiel, hat sich quasi gekauft, um dann zu seinen Show-Events dann zu fahren.
Die Idee, die stammt, glaube ich, in meinen Augen bei Cosmos so ein bisschen von Fernandos Ausritt nach Indy 500. So kommt es zumindest mir rüber. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das aufgefasst habt. Das war aber so mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. Keine Verwarnung bekommen wegen Strecke verlassen, finde ich nice. Reifenverschleiß ist jetzt hier eigentlich kein großes Thema, die Zeit da oben sowieso nicht. Obwohl, hier könnte es ein Thema werden. Aber mal schauen. Also wie gesagt, mal schauen, was Codemasters da noch rüberwachsen lässt. E3, für mich eine kleine Enttäuschung diesbezüglich. Ich habe mir da mehr erhofft. Sage ich ganz offen und ehrlich. Aber wir sollen doch auch froh sein, dass natürlich Informationen gekommen sind, keine Frage. So nehme ich das auch ein bisschen auf. Also nicht nur immer traurig sein und nicht immer nur das Negative sehen, keine Frage. Ich bin ja sowieso jemand, der immer positiv denkt, gerade auf der Arbeit immer positiv denken. Damit erreicht man viel, anstatt immer nur negativ zu denken. Nur wir sind mittlerweile schon im fast 8. Jahr von Codemasters. Und wenn ich mir F1 2016 angucke und die Langzeitmotivation, man sagt hier, ihr könnt hier 10 Karrieren spielen, aber die sind eigentlich so gesehen gar nicht notwendig. Dann ist es... Interesse oder einfach die Motivation fehlt. Die Motivation fehlt einfach, hier wirklich in meinen Augen 10 Saisons zu spielen. Also ich habe schon gesagt, nach der dritten, das Spiel reizt dich nicht mehr. Das Spiel ist einfach zu einseitig, in dem Bezug. Klar, mit der Karriere hat man da was Neues versucht einzubauen, mit dem richtigen Schritt. Nur es ist nicht wirklich gut umgesetzt. Es ist ein Anfang, worauf Codemasters das ganz einfach aufbauen konnte. Und darauf bauen sie auch auf. Man muss auch immer bedenken, die haben ja auch nur ein Jahr Entwicklungszeit zwischen den einzelnen Spielteilen. Das ist ja auch immer so eine Geschichte, das vergessen auch viele. Genauso wie bei den FIFA-Spielen, FIFA 17 zu FIFA 18, da ist auch nicht die große Zeitspanne drin. Ist auch meistens ja nur ein Jahr und dann muss das Spiel ja auch irgendwann kommen im Laufe des Jahres. Und man hat sich da jetzt sich auf den Sommer geeinigt, die große Sommerpause nimmt man da mit, weil da schon die Hälfte der Saison aus ist. Wird wahrscheinlich auch ein Argument sein für Codemasters, dass man sich ausgerechnet sich diesen Bereich aussucht des Sommerlochs oder der Sommerpause der wirklichen Formel 1. Aber wie gesagt, ich warte noch auf die großen Enthüllungen, Safety Car. Hat man das verbessert? Virtuelle Safety Car ist ja auch bei mir mal ein Knackpunkt gewesen. Und es bleibt auch nach wie vor ein Knackpunkt, weswegen ich zum Beispiel F1 2015 sehr geliebt habe. Mit der Last to First, das hat richtig Bock gemacht, weil du genau wusstest, du musstest dir das auf der Strecke erarbeiten. Und das ist auch so ein bisschen der Reiz, der mir hier bei der Last to First dann irgendwann verloren gegangen ist. Das Safety Car ist, da und hilft dir so gesehen. Und das finde ich halt nicht so toll. Ja, da soll es doch eher auf die fahrerische Leistung ankommen. Fahrerische Leistung ist auch ein Punkt gewesen bei der E3, und zwar geht es um die Teamangebote, und dann können wir mal ein bisschen rückblickend gehen zu F1 2010 und F1 2011. Da gab es ja die Interviews, wo du quasi Fragen beantworten musstest auf einen Reporter, der dich Frage A, B, C gestellt hat und du Antwort A, B, C auswählen konntest, und je nachdem hast du deine Vertragsangebote bekommen. Also was mir aufgefallen ist jetzt so ein bisschen, man möchte quasi das, was in den vorigen Teilen schon drin war, von F1 2010 bis F1 2013, möchte man gerne in F1 2017 vereinen mit der guten Engine von F1 2015 und 2016 und quasi ein extrem gutes, um ein gutes F1 2017 hervorzuheben, auf den Markt zu bringen. Keine schlechte Idee. Eigentlich eine relativ gute Idee, weil ich war zum Beispiel mit 2014 und 2013 sehr zufrieden, aber auch mit 2015, auch jetzt hier mit 2016. Die Einsätze sind immer gut bei den einzelnen Spielen, haben ihre wirklichen Stärken und Schwächen, aber es sticht halt kein einziger Teil heraus. Ja. 2014, da war das auch irgendwann sehr eintönig mit der Fahrphysik. Zum Beispiel, ich konnte dann mit jeder Kurve einlenken. 2015 hatte zum Beispiel der Online-Modus seine Macken und dort fehlte das Safety Car, was für viele ja ein absolutes Muss zum Beispiel ist. Für mich zum Beispiel weniger. Also diesen perfekten Teil gibt es nicht. Und okay, das Tempo haben wir
Vielleicht möchte einfach Code Masters ja auf diesen Zug jetzt langsamer aufspringen nach 8 Jahren. Dass man quasi jetzt alles in einem, ja, quasi fusioniert. Von F1 bis 2016, das quasi dann in der F1 2017, ja, einbaut. Programmiert. Reinfließen lässt. Oder einfließen lässt. Also, mal schauen, ob sie damit auf die Schnauze fallen. Das ist ja immer so ein bisschen meine Befürchtung. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an dem Release-Stream hier denke von F1 2016, den ich da gemacht habe, da habe ich das Spiel auch wirklich noch gelobt. Das war richtig geil. Das ist aber eigentlich mit jedem Spiel so. Ja. Weil dieser erste Eindruck, man ist gehypt auf das Spiel. Man findet es, das werden auch mir viele bestätigen können, einfach nur geil. Man freut sich wirklich drauf. Man sagt auch immer, Vorfreude ist die schönste Freude. Es ist auch wahr, dass es auch einfach so ist. Und ich kann aber auch sagen, mittlerweile halte ich so ein bisschen meine Erwartungen zurück. Nicht, weil ich denke, guck mal, das kriegst du eventuell nicht hin. Ja, nee, das hat einen ganz anderen Grund, weil das ist einfach ein bisschen auch Erfahrung mit Erfahrungswerte mit 26, dass man quasi diesen Hype nicht wirklich mit aufnimmt, nicht mit aufsaugt und sich einfach nur auf das Spiel freut, wenn es wirklich draußen ist. Deswegen ich auch zum Beispiel jetzt nicht wirklich hier groß immer diese wirklichen News auch am gleichen Tag rausbringe, wie andere das zum Beispiel machen, sondern einfach, weil ich einfach sage, es spoilert mich ja selber. Und euch spoilert es eigentlich auch immer so gesehen und viele wollen auch eigentlich immer noch gespoilert werden. Was ich zum Beispiel teilweise dann auch nicht verstehen kann. Dann kommt das Spiel raus, du weißt eigentlich schon mehr als die Hälfte vom Spiel und dann geht es eigentlich nur um das Feintuning, ja. Wie funktioniert zum Beispiel der Reifenverschleiß? Wie ist der Benzinverbrauch simuliert? Welches Auto hat welche Marke? Das sind ja alles dann so Kleinigkeiten. Welches Auto ist das schnellste auf der Geraden? Das wird wahrscheinlich 2017 auch wieder anders sein. Ich denke mal, die Unterschiede werden ein bisschen kleiner ausfallen als noch im Vorgänger. Das Marano fällt ja weg. Online sind nur noch 20 Fahrzeuge möglich. Oder auch, dass zum Beispiel 20 verschiedene Spieler im Multiplayer den gleichen Ferrari nehmen können aus den Klassikwagen. Das sind sogenannte Klassik-Rennen möglich, sind auch online mit dem gleichen Fahrzeug. Finde ich auch interessant. Da haben Tobi und ich auch schon darüber nachgedacht, da vielleicht so Special Events zu machen in der Liga. Liga-Ankündigung wird auch bei die nächsten Tage kommen. Da werde ich mich mit Tobi hinsetzen. Haben wir auf jeden Fall auch schon geplant. Das wird kommen. Könnt ihr euch gefasst drauf machen. Ich finde, dass ich hier gerade so viel erzählen kann, obwohl ich hier einfach fahren muss. Und gut, ich muss jetzt hier nicht am absoluten Limit fahren. Das kommt auch noch erschwerend dazu. Wir fahren einfach ich fahre hier mein Ding gerade durch. Also die Liga-Vorbereitung ist auch schon fix. Rennkalender ist auch schon eigentlich, den haben wir ausgelost. Wir werden mit Aserbaidschan anfangen, gehen dann rüber zu Monaco. Es ist wirklich ausgelost. Wird auch so sein, dass wir wieder zwei Ligen haben. Die bestehenden Fahrer haben quasi dann, werden wir quasi fragen, ob sie noch weiter mitmachen wollen für 2017. Die meisten eigentlich, zum Beispiel auch Marc und ich, warten eigentlich nur auf den Teil. Auch zwei aus der Liga haben schon die Beta. Mittlerweile, ja, kenne ich mittlerweile 4 Leute, die Beta haben. Also, ich könnte quasi jeden fragen. Was mir auch im Gameplay zum Beispiel auch gefallen ist, dass das Bremsen deutlich schwerer geworden ist, auch wenn der mit allen Pfeifen gefahren ist. Das hat man gesehen. Wurde auf der Ideallinie mal oder mit der Ideallinie mal gebremst, aber am gleichen Punkt. In Zeitlupe hat man gesehen, er hat die Kurve auch nicht so wirklich bekommen. Aber da muss man mal schauen. Also das weiß ich auch mittlerweile, dass das Bremsen wirklich schwerer geworden sein soll. Finde ich gut. Aber das Bremsen war schon immer mein Schneckenpferd. Auch in dem Ableger hier. Man merkt das ja immer in diesem schönen Trainingsprogramm hier im Training, Bremsen, ja, da ist die KI eine eigene Marke oder auch in der MotoGP habe ich das immer wieder gemerkt, dass ich da die Zeit verliere beim Anbremsen. Das war früher in den vorherigen Teilen nicht so wirklich meine Schwäche. Auch die Fahrphysik von den Classic-Autos, mal schauen, ob die alle gleich sind oder ob es da auch Unterschiede gibt. Ich glaube, wenn es da Unterschiede gibt, dann sind die nur ganz gering. Wir reden wieder mal von einem Jahr Entwicklung. Ich glaube nicht, dass die da schon viel, viel früher anfangen konnten.
kann auch natürlich auch durchaus sein, dass sich die Klassik-Auto schon seit zwei Jahren mitentwickeln, also seit F1 2015 draußen ist. Aber das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Kann aber auch sein, jetzt hat man gesagt, es ist die Entwicklung dann so weit. Wir verschieben quasi die neue Engine für die PS4 und für die Xbox One und für den PC. Meistens sind ja die Probleme auf dem PC die größten Probleme. Weil PS4 und Xbox One, das ist ja bei, das hat ja die gleiche Komponente. Auf dem PC ist das dann meistens immer die etwas größere Hürde für die Entwickler. Weil du hast ja zwei Prozessoren, du hast, weiß ich, wie viele unterschiedliche Grafikkarten, das muss alles harmonieren. Der ganze Programmiercode muss harmonieren, das ist auch nicht immer so ein bisschen einfach. Deswegen man ja auch immer sagt, auf der Konsole ist es ein bisschen leichter zu programmieren. Da muss man auch schauen, seitens Codemasters, wie das Ganze dort abläuft, gerade Steam-Kollege. Update, beste Runde. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,44,9. Jetzt ist die Frage, mit welchen Reifen ist er die Zeit gefahren? 13. momentan nur. Also ich kann auf jeden Fall noch schneller. Schlusssektor ist hier mein Sektor gegen die KI. Falls ihr euch auch noch daran erinnern könnt, Singapur, erste Saison. Damals im Haas, 7 Boxenstops. Ja, das war das Regenchaos-Rennen mit einem sensationellen dritten Platz. Empfehle ich auch noch die Leute zu schauen, die das noch nicht kennen. Und auch die Abstimmung mittlerweile ist eigentlich auch schon, ja, durch. Mit welchem Team wir starten, wenn es wird der McLaren sein. Teamkollege ist Fernando Alonso, also da will ich ein hartes Brett gerade am Anfang wieder haben. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Also da drückt ihr mir quasi mal wieder eine schöne Herausforderung, ja, mit. Finde ich gut. Aber jetzt ist momentan unsere Herausforderung noch hier, in der Profikarriere gut dazustehen und wichtige Punkte mitzunehmen. Für die Weltmeisterschaft kämpfen wir weiterhin gegen Lewis Hamilton. Für euch kam heute das Italien Qualifying online. Also daran merkt ihr mal, wie aktuell dieser Part dann hier eigentlich ist. Der muss nämlich bald eigentlich schon veröffentlicht werden. Kann jetzt auch durchaus sein, dass ich die Profikarriere quasi Montag, Dienstag und Mittwoch bringe. MotoGP dann Donnerstag, Freitag und Samstag. Das heißt, ihr müsst quasi Donnerstag und Freitag ohne F1 2016 auskommen. Hab dafür aber jeden Tag ein Dirt 4 Part. Ein Projekt, was auch sehr positiv angekommen ist. Bin ich auch nicht gerade schlecht. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich immer gut, wenn quasi ja Nebenprojekte gut ankommen. Und weitere Rennspiele. Mal schauen, was dieses Jahr noch kommt. Mir fällt halt immer auf, zum Beispiel, wenn ich Dirt 4 aufnehme, da kriege ich deutlich besser Parts hin. Die Bearbeitung ist einfach deutlich kleiner, weil du halt 20 Minuten Parts aufnimmst. Also da ist jetzt zum Beispiel, glaube ich, ein Puffer. Was habe ich da jetzt von über 10 Parts zum diesen Zeitpunkt hier? Das wird zum Beispiel bei MotoGP dann auch wieder ganz anders aussehen. Da frisst ein Rennen halt einfach mehr und ein Training. Das weiß ich jetzt schon und wir haben es auch gerade geschafft, diesen Test jetzt erfolgreich zu absolvieren. Das bedeutet, ich kann jetzt mal ein bisschen nach Qualifying-Tempo fahren. Aber nicht so, dass ich mal mein Auto noch schrotte. Also Singapur ist schwierig in der Ansicht hier. Update Session. Hier sind die aktuellen Top 5 der Autos. Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Rosberg und Button. Okay, was ein Button da vorne macht, das ist eine gute Frage. Wobei eigentlich nicht, ne? Also der sollte auf jeden Fall da vorne sein, das ist ein McLaren. Klar, das ist eine Stärke, die dem Wagen hier bei uns nicht sonderlich gut liegen sollte. Schnellste Runde insgesamt. 43,2. Das Qualifying wird unter Intermediates-Bedingungen stattfinden. Das könnte ein klarer Vorteil für mich sein. Rennen soll trocken sein. Wenn wir vorne sind, wird das sowieso ein Vorteil, weil dann werde ich wahrscheinlich über den Reifenverschleiß hier gewinnen. Das strenge Abkürzen weiß noch nicht das große
Thema hier im Training. Genauso wenig wie in... Wo war das jetzt? Italien eigentlich nicht. Da habe ich mir zwei Zeitstrafen eingefangen. Ja, meine Fresse, ne? Na gut, in Belgien war es ein ganz großes Thema. Wo war es denn? Es war eigentlich immer bisher ein Thema. Eigentlich hier auch, weil es hier echt Kurven gibt, wo man abkürzen kann. Zum Beispiel hier kann man drüber hopsen. So, wir hätten eigentlich den Reifenmanagement-Test schon geschafft. Das Tempo war in dieser Runde sehr gut. Die Reifenabnutzung mehr oder weniger wie erwartet. Dahin ist der Honda weit, weit weg. Aber jetzt, um mal hier versuchen, eine schnelle Runde mit den Softs, beziehungsweise mit den Supersofts hinzuknallen. Und man sieht auch, die Reifen bauen null ab. Null Reifenverschleiß. 12%. Wie gesagt, ich plane ultra, ultra super im Rennen dann. Man könnte hier diskutieren, ob man hier nicht vielleicht sogar ultra und super fährt. Also in der Einschreibstrategie. Bei einem 50% Rennen bei der ersten Korbsaison, wo mir leider ja ein Unglück passiert ist. Die Datei habe ich aus Versehen gelöscht. Die fehlt dann leider. Singapur liegt zum Beispiel auch in der Megacorp. Oder ja, ja, YouTuber Championship bei uns als nächstes auf dem Programm. Das wird auch noch zu Ende gehen auf jeden Fall. Das kriegen wir auch knapp noch durch. Also da haben wir selbst da haben wir 3 Wochen noch Puffer. Also da mache ich mir auch gar keine Bedenken. Da können wir sogar noch ja, 3 Pausen einlegen. Finde ich es eigentlich gut, zum Beispiel, dass Dirt 4 und MotoGP früher gekommen sind als Formel 1. Also ich versuche auch dann Dirt 4 vor dem Release schon voraufgenommen zu haben. Weil ich versuche momentan viel bei Dirt 4 einfach vorzuproduzieren. So viel, wie es irgendwie nur geht. Weil ich es einfach brauche. Also ich möchte an dieses Projekt... Ich weiß, mir keinen Spaß macht, ganz im Gegenteil. Dafür macht mir richtig Bock. Auch wenn das Spiel auch seine Macken und seine Schwächen hat, genau wie dieser Ableger. Das perfekte Spiel gibt es ja sowieso nicht. Aber es hat auch Schwächen und Stärken. Das war jetzt auch mal eine schöne Zusammenfassung. Die allgemeine Kanalsituation ein bisschen. Hatte ich eigentlich auch nochmal vor, so ein kleines Infovideo zu machen. Das war jetzt auch quasi schon so eine kleine Info. Was hat sich eigentlich geändert? Was wird sich ändern? Das ist jetzt nur vor mir, die 13. Also wahrscheinlich auf den Soft-Reifen. Ich habe keine Ahnung, ob der wirklich noch auf den Soft unterwegs ist. Auf jeden Fall gehe ich jetzt in die Box. Also das Tempo passt eigentlich. Es war relativ einfach gestrickt. Mal schauen, wie es fürs Qualifying-Tempo aussieht. Das könnte schon ein größeres Problem werden. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Benzin für etwa 4 Runden. So ein bisschen noch das Standard-Benzin gemischt, was wir hier noch haben. DTM Experience muss ich leider immer noch hinten anstellen. Das ist eigentlich traurig. Ja, das ist immer so ein bisschen schade. Dieses Projekt, das hätte ich Bock drauf. Aber jetzt kommen leider andere Projekte dazwischen. Das wäre zum Beispiel auch wieder ein schönes Übergangsprojekt gewesen. Ja. Aber da der Release wieder so dicht zusammen ist, wird das leider auch wieder nichts, weil mir reichen keine, sagen wir jetzt mal grob, wenn ich es jetzt hier durchziehen würde, 7 Rennen wären 3,5 Wochen. 3,5 Wochen, dann hätte ich noch. Ja, sagen wir mal 5 bis 6 Wochen Puffer. Und da schaffst du nicht viel. Da schaffst du nicht viel von DTM Experience. Das war auch damals das Problem zwischen F1 2015 und F1 2016. Ja, das ist halt echt ein Problem. Und zwar leider kein kleines. Also für DTM Experience, boah, da kalkuliere ich schon Minimum 10 Wochen ein. Minimum. Sonst hat es keinen Sinn. Und ich sag leider wieder leider, ja. Leider, leider, leider. Also, das sieht doch ja alles sehr gut aus. Ja, noch die scheiß Auto-Einstellungen.
dich immer so sehr vergesse. Ja, der ist auf Soft gefahren, das ist klar. Hamilton Zeit ist auf Super Soft. Genauso wie die von Raikkonen und von Button. Da fehlen mir 6 Zehntel. Gut, das war alles noch nicht am Limit hier. Das geht alles noch schneller. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Verstappen, Rosberg und Lewis Hamilton. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Richtig, die Punkte werden erst im Rennen vergeben. Und im Qualifying wird die Startaufstellung schon entscheidend sein. Die Ressourcenpunkte, ihr seht, wir haben einiges jetzt natürlich ansammeln können. Aufgrund der Tatsache, dass wir einen Boni bekommen haben. Und die Frage, die sich natürlich dann euch aufstellt, in was wird ihr investieren? Ich werde nicht die 1900 Ressourcenpunkte hier am Ende haben. Und ich werde auch nicht die 1,8 leider haben. Mal schauen, ich werde eigentlich so viel mitnehmen, wie es nur irgendwie geht. Und das wird sonst, das wird problematisch. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Das wird problematisch, weil ich kriege die Ressourcenpunkte nicht zusammen. Da bräuchte ich eigentlich nochmal so einen kleinen Bonus. Den Motor will ich eigentlich nicht entwickeln, auch wenn der wieder am meisten bringt, von der reinen Leistung her. Man ist da so ein bisschen zwiegespalten, ja. Auf der einen Seite klar, das Chassisgewicht könnten wir auch noch nehmen mit dem Motor. Dann wären wir über Stufe 3, Abtrieb haben wir schon Stufe 3. Bringt mir da wirklich Stufe 4 wirklich noch was bei dem Williams? Klar, es wird mir jetzt nochmal was im Regen bringen. Wir haben noch Malaysia vor uns. Malaysia ist so ein bisschen, wow. Ja, da brauchst du sowohl als ob. Da brauchst du eigentlich eine gute Traktion. In Malaysia. Malaysia steht als nächstes an. Danach steht Japan an. Und in Japan brauchst du zum Beispiel auch wieder ein bisschen mehr die Motorleistung, ja. Dann hast du noch USA auf dem Rennkalender. Brasilien, Abu Dhabi mit den zwei langen Geraden. Schwierig. Was brauchen wir noch am Ende? Klar, wir müssen aufholen auf noch auf die beiden Top-Teams. Red Bull und Mercedes. Klar, mit einem Motor, weil das mehr bringt, wären wir näher dran. Zum Beispiel Treibstoffeffizienz bringt mir jetzt nicht allzu viel. Könnte ich auch machen. Wäre auch noch eine Alternative. Klar, um mehr Benzin zu sparen. Damit wir weniger Benzin mitnehmen können und auch mehr auf Fett fahren können. Und es ist schwierig, ja. Schwierig. Echt schwierig. 1900 Punkte wären mir halt am liebsten. Wenn ich die am Ende dieses Rennwochenendes hätte. Das ist mein Ziel. Also ich werde dann am Ende dieses Rennwochenendes sehen. Ja, was kannst du eigentlich machen? Was wäre sinnvoll, was wäre nicht so sinnvoll? Oder wie kannst du das am... Oder welche Upgrades kannst du am meisten umsetzen mit den vorhandenen Ressourcenpunkten? Das wird das Thema dann am Ende des Rennens sein. Am Ende des Parts dann im Rennen. Da bin ich auch wieder über 2 Stunden Aufnahme. So. Dann wollen wir mal. Ja, eine knappe 10, 1,43,2. Für Position 7 wohlgemerkt. Okay, habe ich jetzt Zeit verloren bei der rechts. Und hier gewinne ich leider auch jetzt nicht wirklich Zeit. Gut, der erste Sektor war noch nie mein Sektor hier. Und bei der Kurve habe ich irgendwie untersteuern. Fällt mir auch nicht so. Hier will ich auch nochmal Zeit liegen lassen. Oder im Gegenteil. Hier will ich sogar noch ein bisschen Zeit, ja, gewinnen. Aber die Knackpunktkurve kommt noch. Nämlich hier. Wobei, ich habe das Auto sehr gut reingeschmissen. Von daher hält sich der Zeitverlust in Grenzen. Ja, die war nicht gut. Schlusssektor eigentlich mein Sektor. Gucken, ob man das jetzt merkt oder nicht. Ja, eine Zehntel. Für Grün hat es gereicht. Primäre Zielzeit.
42,5. Nicht das Auto in die Wand setzen, auch nicht im Qualifying-Tempo. Der Wagen hat ja hinten gar keinen Grip auf einmal. Okay, die Runde können wir vergessen. Okay, Purple wird hier schwer. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Purple wird hier richtig schwer. Also Platz 3 ist eine 1,42,5. Da fehlen mir jetzt 4 Zehntel. Auf diese Zeit. Das war jetzt auch wieder sehr gut gefahren. Aber 19. finde ich auch nicht im Schusssektor mehr. Ah, wir haben das Teamziel noch geschafft. Nice. Hier verliere ich allgemein Zeit. Okay. Zu schnell rein. Okay, ich gehe die dritte Runde aber auch nochmal an. Ja, also, die Ansicht hemmt so ein bisschen. Also P7 würde ich aktuell schaffen. Okay, die Runde ist auch schon am Arsch. Die Runde ist eigentlich auch schon am Arsch. Das war kein Abkürzung. Okay. Der Zehntel. Und hier wird es jetzt deutlich mehr. Auf einer Geraden. Ja. Wo unser Auto eigentlich eine Wucht sein müsste. Drei Zehntel auf die Purple-Zeit. Viel zu weiter Weg gefahren. Ja, alles klar. Damit können wir die Box abbiegen. Aber also 42,5. Okay. Schade, Teamkollege. 42,5 ist brutal schwer. Also hier habe ich wieder meine Probleme. Also Skatkurs, Williams passt nicht so ganz zusammen. Schade. Ist halt aber auch schwer. Ja. Skatkurse sind ja grundsätzlich nicht einfach. Gut, das hacken wir hier rum, aber es geht. Das könnte schlimmer sein. Ach, jetzt habe ich Autoeinstellungen wieder mal vergessen. Gut. Auf die 5 Ressourcenpunkte kommst du dann am Ende doch nicht mehr drauf an. Wenn man dann schon mal so einen Bonus bekommt, sowieso nicht. Qualifying ist ja sowieso unter Regenbedingungen. Also von daher bin ich da auch nochmal ganz relaxed. 42er Zeiten sind die vorhin, glaube ich, schon gefahren, oder? Auf Supersoft. Schlecht eigentlich. Das ist eigentlich wirklich schlecht. Das gefällt mir so nicht. Aber war mal ein wieder informatives Trainingsvideo. Das kommt eigentlich bei mir selten mittlerweile vor. Weil ich mich dann doch sehr auf das Spiel konzentrieren muss. Aber eigentlich nicht. Wenn ich einmal in diesem Fluss drin bin, dann geht's. Also die geschätzte Polezeit ist eine 1,42,4. Also mit der 42,5 ist man da doch sehr nah dran. Also 5 Zehntel nur. Wenn ich das hier richtig sehe. Ja, 5 Zehntel. Okay. Das könnten wir im besten Fall doch nochmal rauskitzeln aus dem Fahrzeug. Na, ist er schon mal 2,9 Sekunden langsamer. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Hamilton, Rosberg und Max Verstappen. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenends. 13. Film auf meinen Teamkollegen. Oh, wird er mich in die Schranken weisen wie in Aserbaidschan? Ich krieg Angst. Ich krieg wirklich Angst. Gut, wir nehmen die restlichen Ressourcenpunkte mit. Sind ja zwar nicht mehr ganz so viele wie vorhin, aber ja, Kleinvieh macht ja bekanntlicherweise auch Mist, ne? Es hat ja auch keine abgegradet, also es kommt mir auch nochmal entgegen.
Also wirklich entgegen. Das Qualifying-Tempo will ich jetzt nicht nochmal fahren. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge. Jetzt fahren sie nur noch 42.1. Sind die Top 3. Ricardo, Vettel und Lewis Hamilton. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind... Ja, wir sind in Kürze wieder. Ich schneide ja mittlerweile diesen Anfangsdialog raus. Und was ist unser Qualifying-Ziel im Regen? Hallo, Emma hier. Deine Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Platz 5 oder besser vor Nico Rosberg, den haben wir ja fast geschlagen, und Bottas auch wieder besiegen. Und damit sage ich, bis morgen, wenn es wieder heißt, Let's Play Formel 1 2016 bei der Profikarriere.